Es gibt nur eins, was mich begeistert, nur eins, was wirklich zählt. Es gibt nur eins, auf was ich schauen möchte, nur eins, was mich bewegt. Das ist die Liebe, die Liebe, Liebe, die mit Jesus gekommen ist. Es ist nur eins, was die verändert, eins, was die hält. Was mich begeistert, nur eins, was wirklich zählt. Es gibt nur eins, auf was ich schauen möchte, nur eins, was mich bewegt. Das ist die Liebe, die Liebe, die Liebe, was die verändert, uns was die herbringt. Es ist nur uns, was Freude spendet, nur uns, was die ergibt. Das ist die Gnade, die Fähigkeit von Gott, die in mir wirkt und das Leben. Ja, wir hören einige Lebensberichte, kurze Lebensberichte zum Thema Heilung. Und als allererstes Mal darf ihn Kevin zu mir bitten. Der Kevin kommt erst seit kurzem zu uns und so vielleicht auch erst einige wenige Wochen. Aber du hast schon was Tolles zum Thema Heilung erlebt. Du hast nämlich schlimme Schulter- oder Schultergelenkschmerzen gehabt. Was war da genau? Also ich habe Schulterschmerzen gehabt gestern Abend und da habe ich dann gebetet und habe gesagt, weg die Schmerzen raus von meinem Körper, ungefähr 5 Minuten und heute. Halleluja! Danke Kevin. Jetzt darf ich die Christa zu mir bitten. Man könnte ja sagen, gut, Schultergelenk,
ist ein kleines Wunder, da waren einfach ein paar Schmerzen. Ich meine, kleines Wunder ist auch ein Wunder, aber jetzt hör mein großes Wunder. Die Christa hat über 20 Jahre an Magensäurereflux gelitten und wer ab und zu mal Sodbrennen hat, weiß, wie, bitte ihr Lieben, bleibt einfach dran, das passt schon so. Wir brauchen nicht irgendwas, die Musik macht gleich weiter. Auf was ich hinaus will ist, wer von euch hat schon mal Sodbrennen gehabt, ja? Genau. Das ist unangenehm. Aber wenn du das chronisch hast, wenn du das hast aus ja, krankheitsbedingten Gründen, wenn du damit leben musst, dann aufgrund eines Zwerchfellbruchs, was bei ihr vor über 20 Jahren passiert ist, dann ist das, kann das die Hölle auf Erden sein. Oft konntest du nichts essen oder wenn du was gegessen hast, konntest du nur Schwarzbrot essen. Dieser saure Geschmack im Mund, um es irgendwie zu neutralisieren, konntest fast nichts essen. Erzähl ein bisschen, was war und was vor allem vor 2 Wochen hier im Gottesdienst passiert ist. Vor 12 Tagen wurde der Michael durch den Heiligen Geist wurde aufgerufen, wer hat Reflux und Sodbrennen. Und da bin ich fortgestartet. Und dann hat er gesagt, glaubst du, dass du geheilt werden kannst? Dann habe ich gesagt, ja. Und seit der Zeit habe ich es nicht mehr. Ich habe mich getestet. Ich habe um eins in der Nacht habe ich eine Semmel mit ein bisschen Schinken gegessen und einen Radler getrunken. Ja, und dann bin ich schon ein bisschen aufgeblieben und dann habe ich mich hingelegt. Aber sonst geht ja das nicht. Das ist, kommt alles und bitter und so. Und jetzt bin ich geheilt. Aber ich habe schon einige Heilungen gehabt. Und ich kann nur sagen, der Herr ist groß. Und ich warte auf die Nächsten. Amen. Danke. Also bei uns in der Gemeinschaft, in der Gemeinde passieren zunehmend Zeichen, Wunder, Heilungen, Machtwirkungen. Eigentlich so, wie man es in der Bibel liest. Der Heilige Geist hat mich geführt, hat mir den Gedanken eingegeben, dass er heute diesen Reflux heilen will. Sowas spreche ich nicht jeden Sonntag aus, nach dem Motto, ich schieß mal rein und vielleicht hat es jemand. Nein, der Heilige Geist gab mir den Gedanken, er will das heute heilen. Sowas habe ich noch nie, in Jahren lang habe ich das noch nie gesagt, wer hat dieses Problem. Also in vielen Jahren habe ich zum ersten Mal diesen Eindruck gehabt, die Christa kam nach vorn, aber auch der Franz kam nach vorn. Ich habe für den Franz auch gebetet und es ist sofort besser geworden. Preis dem Herrn, preis dem Herrn. Neulich hat der Heilige Geist ein Wort gegeben, dass er Kniebeschwerden heilen will und da sind auch sofort starke Verbesserungen eingetreten. Und jetzt haben wir noch eine ganz aktuelle Heilung, die erst heute passiert ist. Christine, komm mal her, denn das konnte sich hören lassen. Christine, du hast eine gesundheitliche Herausforderung und als leidenschaftliche Sängerin betrifft es deine Stimmbänder, sodass du nicht singen kannst. Aber wir haben dich vorhin singen gehört. Das ist der lebendige Beweis, dass irgendwas passiert sein muss. Ja, ich bin Gott wirklich sehr dankbar. Er hat wirklich ein großes Wunder getan heute. Schon länger wird gebetet für meine Stimme und auch ich selber. Und am Mittwoch ganz speziell haben wir wieder gebetet. Und ich war wirklich seit Mittwoch, ich war total heiser. Ich habe Halsschmerzen gehabt. Und ich habe aber gesagt, nein, ich glaube das nicht. Ich glaube, dass ich gesund bin, ich glaube, dass ich geheilt bin und vor allem Dingen habe ich auch gesagt, ich will mir nicht das rauben lassen, mit was ich eigentlich Gott loben und preisen möchte und ich möchte es ihm zur Ehre machen und ich habe dann eben geglaubt, ich kann heute nicht singen da und habe eigentlich auch schon mehr oder weniger abgesagt gehabt und und dann haben wir halt gesagt, wir machen es instrumental und ich habe wirklich, also es ist irgendwie so, ich sage es ganz ehrlich, weil es so jetzt eh vorbei ist, aber es ist irgendwie so Angst über mich gekommen und ich habe aber dann gesagt, okay,
weil der Michael hat auch gesagt, er spürt es im Geist, dass ich das machen sollte. Und ich habe dann gesagt, okay, ich möchte mich dem unterordnen und ich sage jetzt ja. Und dann bin ich hergekommen und dann komme ich da einer mit einer Selbstverständlichkeit und die Lieder. Und in dem Moment, wo wir die Lieder raussuchen, fällt mir eigentlich erst auf, mit was für einer Selbstverständlichkeit ich das jetzt singen wollte, wo ich ja vorher gesagt habe, ich kann nicht singen. Und in dem Moment ist mir aufgefallen, wie klar meine Stimme ist. Halleluja, danke Herr Jesus. Jesus, du bist die Liebe, die Auferstehung und das Leben. Wer an dich glaubt, er wird leben, wie im Himmel, so auf Erden. Jesus, du bist die Liebe, die Auferstehung. Weist uns den Weg, denn Wort ist und bleibt die Wirklichkeit, denn Wort ist und bleibt die ewige Wahrheit, es bleibt die Weg und es wird niemals vergehen. Jesus, du Jesus, du
vielleicht beschäftigt Sie die Frage, was ist das, so eine christliche Gemeinde? Die katholische Kirche kennen wir, die evangelische auch. In Osteuropa gibt es orthodoxe Kirche. Aber was sind diese freien christlichen Gemeinschaften oder Gemeinden? Man hat die Sorge, geht es in Richtung Zeugen Jehovas? Und da können wir gleich mal beruhigen, nein, mit Zeugen Jehovas haben wir gar nichts zu tun. Ganz im Gegenteil. Also wir unterscheiden uns ziemlich stark von den Zeugen Jehovas. Und auch mit Sekten haben wir nichts zu tun. Wir glauben, dass der Glaube eine Sache des Herzens ist und der Freiwilligkeit. Und deswegen glauben wir nicht, dass man Menschen unter Druck setzen darf oder in irgendeiner Weise zu was drängen darf, sondern wir können nur einladen und werben, so wie es Jesus uns vorgemacht hat. Er hat die Menschen eingeladen und hat geworben, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und der Glaube ist eine Sache, die kann man nur selber für sich entdecken. Die kann man sich nicht aufschwatzen lassen. Die kann man auch nicht von einem Firmpaten oder von einem Taufpaten anerzogen bekommen, sondern das ist etwas, was jeder für sich selber entdecken und herausfinden darf. Und jemand, der mit dem Gemeindeleben vertraut ist von klein auf, weil er aus einem evangelischen Pfarrhaus, also einem deutschen evangelischen Pfarrhaus in Südamerika, in Chile kommt, ist er Timotheus. Schön, dass du da bist, Timotheus. Erzähl uns ein bisschen, es ist hier doch ein bisschen anders wie in der evangelischen Kirche. Natürlich hast du wunderbare Dinge von klein auf mitbekommen, aber wie kam es, dass du dich zu uns verirrt hast? Was bedeutet es dir, dass du bei uns sein kannst und kommst du eigentlich gerne her zu uns? Das interessiert uns mal. Oder nicht wahr? Das wollen wir hören. Ich möchte es hören. Genau, wie Michael schon gesagt hat, bin ich in einem Pfarrhaus groß geworden, genau, evangelische Landeskirche in Chile. Da habe ich viele kostbare Dinge mitbekommen. Aber ich hatte auch immer schon Hunger nach mehr. Also das, was auch in der Bibel steht, Zeichen und Wunder und nicht so, ja, Larifari und dann geht man halt mal am Sonntag in den Gottesdienst und dann hat sich die Sache. Ja, ich bin auch viel rumgekommen, also in unterschiedlichen Gemeinden, freie christliche Gemeinde, pfingstlerische Kirchen, also auch gute. Und hier bin ich dann eigentlich durch übernatürliche Führung hingekommen. Und hier habe ich immer wieder erlebt, dass wir nicht zufrieden sind mit dem, was wir haben, sondern dass wir uns immer nach mehr ausstrecken. Und das sehe ich auch in der Bibel so. Also es gibt nie genug. Es gibt ja ein Stillstand oder das zu haben oder da stehen zu bleiben, was wir schon haben, ist eigentlich ein Rückschritt. Und in der Bibel heißt es, von Kraft zu Kraft, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit und von Sieg zu Sieg, glaube ich. Also es geht immer weiter und diesen Hunger hatte ich schon irgendwie immer. Und ich habe die Gemeinde hier auch erlebt. Also in der Bibel heißt ja, oder wird von der Gemeinde auch gesprochen, vom Leib. Und es gab Zeiten, da war ich in großen beruflichen Herausforderungen, oft entmutigt und kraftlos. Und wenn ich dann hier aber in die Versammlung gekommen bin, habe ich gespürt, oh, hier kann ich wieder auftanken, hier bekomme ich Kraft, bekomme ich ermutigende Worte, und dass ich wieder durchstarten kann und dann nicht versumpfe in meinem eigenen. Genau. Dann haben wir auch so Kleingruppen und in dieser Kleingruppe studieren wir das Johannesevangelium und also anhand auch von einem Bibelkommentar und ich habe noch nie, so eine Offenbarung gelesen, was man da erhält. Also die Bibel eröffnet sich
einem ganz neu, man erkennt Zusammenhänge, man erkennt eigentlich, ja, was die grundlegenden Dinge in der Bibel sind. Und also man wird mit dem Wort Gottes gespeist, jetzt nicht leiblich, sondern man bekommt geistliche Nahrung, sodass man auftanken kann und wachsen kann. Das, ich habe auch gemerkt, also das musste kontinuierlich gehen. Ich musste selber wachsen und wachsen und wachsen, also so wie Kinder, die sich halt kontinuierlich ernähren müssen. Aber mit der Zeit wächst man und wird stärker und kann den Herausforderungen des Lebens ja immer besser standhalten. Dann hatte ich es auch vor ein paar Monaten, dass ich mich eben beruflich umorientiert habe, und hier in der Gegend hat sich eben nichts ergeben. Und dann dachte ich oder hatte so die Freiheit, ja, da gab es ein bisschen weiter weg eine Stelle, und ich dachte, gut, ich wollte die Gemeinde hier nicht verlassen, ich wäre dann gependelt, und dachte, gut, das schaue ich dann einfach mal. Aber Gott hat mir dadurch gezeigt, du hättest dich rausgenommen, auch wenn es eine geistliche Verbindung gegeben hätte. Ich hätte nicht regelmäßig zu den Versammlungen kommen können, vor allem am Mittwoch oder zu Gebetsversammlungen, die jetzt auch immer mehr werden. Also auch wenn ich es nicht gewollt hätte, ich hätte mich rausgenommen aus dem Leib, aus der Gemeinschaft, und also es hätte was gefehlt. Und gut, ich denke, Gott hat das zugelassen, dass ich da diesen Schritt gegangen bin, damit ich mich noch mehr zu dieser Gemeinde stelle und ja, hier einfach fest verwurzelt bin und bleibe. Dankeschön. Ja, diese Kleingruppen, in denen wir das Johannesevangelium lesen, ist eine weitere Möglichkeit. Vielleicht sagen Sie sich, ich bin noch nicht bereit, den Gottesdienst zu besuchen. Das dauert mir vielleicht auch bisschen lang, aber ein Stündchen oder eineinhalb Stündchen mal im Wohnzimmer wo sitzen bei jemandem. Der Matthias hat in Berchtesgaden eine Reihe, wo er eine solche Gruppe leitet, auch in Verbindung mit Skype, mit Leuten aus dem ganzen Land. Sozusagen, wenn man also auch weit weg ist, kann man durch Skype einfach sich dazu klinken. Oder auch mal live vorbeikommen. Also wenn Sie sich das mal anschauen wollen, dann einfach mal sagen, Matthias, ich lade mich bei dir ein. Oder dann wird er wahrscheinlich keine gute Ausrede haben, Nein zu sagen. Nehme ich mal an. Ebenso, die Anita geht zu Helma regelmäßig. Und Anita, wenn man so eine Nachbarin ist, die Nachbarn kriegen ja alles mit. Die kriegen die guten Seiten des Lebens mit und die schlechten Seiten. Und die Anita war ja vor ein paar Wochen ganz, 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 ganz unten. Ich glaube, das hat man auch als, das konnte man nicht verhehlen, das bekommt man auch als Nachbarin mit. Und aber in dieser Zeit, ja, ist Trost, Zuversicht und Hoffnung in das Herz gelangt. Ich denke, einen Anteil hat auch die Gruppe bei Helma. Es ist eine vergnügte Damenrunde bei Helma, meistens mittwochs, und tatsächlich, es ist ein Hetz, es ist ein Gaudi, es ist ein Spaß dort, keine Frage. Es gibt sicherlich auch was, einen Kaffee und einen Kuchen ab und zu, oder man nimmt es mit, aber das ist nicht das Eigentliche. Das Eigentliche ist, wie der Timotheus schon sagte, dass man da eine geistliche Nahrung bekommt, die einen stärkt für den Alltag und einfach Freude bereitet. Deswegen herzliche Einladung. Man könnte ja sagen, Anita, jetzt möchte ich schon mal rausfinden, warum du so unverschämt gut drauf bist, obwohl du vor kurzem noch so weit unten warst. Bitte? Na. Ich sage nur, man kann sich's anschauen, man muss es nicht, aber man kann sich's anschauen. Diese Gruppen, ich glaube, viele von uns, die das erlebt haben, können sagen, so im Persönlichen, da gehen einem Kronleuchter auf. Dinge, da kann man alles fragen, da gibt es keine dummen Fragen, da gibt's eigentlich nur ein gemeinsames, gute Zeit haben, und man erlebt, dass Gott mitten in der Mitte ist. Genau, die Valerie ist auch dabei, und ich meine gerade Valerie, du hast dich seit ein paar Jahren so verändert. Jemand, der die Valerie früher auch schon noch kannte, war die Christa, oder zumindest sie wohnt bei ihr in der Nähe.
Und selbst Leute im Supermarkt, wo sie einkaufen, kannten sie bald nicht wieder, weil sie sich so verändert, weil sie so ausgeglichen wurde, so einfach ihre Mitte gefunden hat, wie man das so neudeutsch psychologisch auch sagt. Irgendwie hat sie ihre Mitte gefunden in diesem Gottvertrauen und diesem Glauben. Und das hat dich so aufblühen lassen. Und ja, du bist so eine bereichernde Persönlichkeit geworden in den letzten Jahren. Ja, ich meine, der Kevin kennt auch die Valerie noch von früher. Wenn man die Valerie heute erlebt, man fragt sich, ist es dieselbe Valerie, die ich noch vor Jahren kannte? Und dafür gebe ich Gott die Ehre und bin einfach von ganzem Herzen dankbar. Und ich glaube, wir alle sind das. Ja, und sogar Gäste sagen das. So viele Gäste sagen, die Dame, die da immer so freundlich daherkommt und dann meint die Valerie und so und die immer so ein offenes Herz hat, ab und zu einen Zwischenruf startet. Also ganz viele Gäste, was sie bei unserer ganzen Schar immer ganz positiv auffallend mitnehmen, das bist du, Valerie. Ich kann nur sagen, weiter so. Gut. Ja, das gehört dazu. Weil ich sag's immer so, immer schön lauter, denn leiser treten andere. Beginn der Zeiten
Das hört sich für mich nach einer guten Stimme an. Einer geheilten Stimme. Halleluja. Keine Heiserkeit, kein Kratzen. Halleluja. Danke. Nun ein paar Takte zu mir. Ich bin im katholischen Glauben aufgewachsen, habe immer an Gott geglaubt, ihn nur fern von mir erlebt. Mit 8 Jahren habe ich eine eigenartige Erfahrung gemacht. Ich bin als Schulbub auf das WC gegangen in der Schule. Und während ich das so am Gang entlang gehe, kommt ein Gedanke in mein Kinderhirn rein: Was ist, wenn dieses Leben nicht alles ist? Was ist, wenn dieses Leben nur Teil eines viel größeren, umfassenderen Lebens ist? Silvia, kannst du kurz mal schauen, ob der Ton laut genug ist? Passt du? Ja, okay. Weil wir hören es hier nicht so gut, aber gut, ja. Eben, das brauche ich die Rückmeldung von euch, weil ich es hier nicht sagen kann. Ja, der Gedanke war, was ist, wenn das Leben nicht alles ist, wenn dieses Leben nur Teil eines größeren, umfassenderen Lebens ist, so ähnlich wie ein Traum ein kleiner Bestandteil unseres Lebens ist. Man träumt den Traum in der Nacht und der ist nur ein kleiner Teil unseres großen Lebens. Was ist, wenn dieses Leben, was wir leben, sich zu einem viel größeren Leben so ähnlich verhält wie ein Traum zu unserem Leben? Und dieser Gedanke hat mich erschreckt. Ein Kind mit 8 Jahren denkt eigentlich solche Gedanken nicht. Aber ich glaube, Gott hat da schon an mein Herz angeklopft. Und als ich 15 Jahre alt war, hatte ich einen Traum. Das andere war ja kein Traum, es war ein Gedanke. Aber mit 15 hatte ich einen Traum. Und zwar träumte ich, dass ich der Noah bin, der in der Bibel mit der Arche und den Tieren. Und Gott zu mir sagte: Noah, baue deine Arche. Und die Bibel war für mich ein verstaubtes, altertümliches Buch. Uninteressant für mein Leben als junger Mensch. Aber irgendwie habe ich gespürt, das war nicht irgendein Traum, sondern da hat mich Gott angesprochen in diesem Traum. Und ja, wie es das Leben so will, nur eine Woche später habe ich jemanden getroffen, der mir erzählt hat, dass es möglich ist, eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus zu haben. Dass man Jesus Christus im Glauben in sein Herz einladen kann. Und dass man dann eine wunderbare, nahe Beziehung mit Gott erfahren kann. Und irgendwie wollte ich das ausprobieren. Denn ich bin zwar fast jede Woche in die katholische Kirche, in den Gottesdienst gegangen, aber Gott war irgendwie weit weg von meinem Herzen und von meinem Leben. Also wollte ich das ausprobieren. Und ich habe ein einfaches Gebet gesprochen, um Jesus wie ein Freund in mein Herz einzuladen. Und ich habe auf einmal gemerkt, dass mein Herz mit Freude und Liebe geflutet worden ist, dass ich gespürt habe, was immer ich jetzt gemacht habe, es war zutiefst richtig. Und ich war so erfüllt von einer Wirklichkeit, die ich bisher nicht kannte, dass ich dachte, mir würde mein Herz fast zerspringen vor Glück. Also es war eine total intensive und positive Erfahrung. Aber nicht nur das, mein Gewissen ist schlagartig sensibilisiert geworden. Ich konnte nicht mehr lügen und ich meine, als Kind hat man schon mal geflunkert oder mal eine Notlüge gesagt. Auf einmal wurde es mir heiß und kalt, ich konnte einfach nicht mehr lügen. Mein Gewissen war schlagartig, ohne dass jemand mir irgendwas gesagt hätte, schlagartig verändert worden. Und was dazu noch kam, war, ich hatte auf einmal ein Interesse an Menschen und eine Liebe für Menschen in meinem Herzen und auch für Gott in meinem Herzen drin. Und einen Drang, mit Gott zu reden, zu beten, was vorher nicht so da war, dass ich spürte, da ist irgendwas passiert in mir. Da ist irgendwas Echtes, Wahrhaftiges in mir passiert. Und als ich dann die Bibel aufgeschlagen habe, habe ich sie verstanden, ohne dass jemand mir irgendwas erklärt hätte. Es war so, wie wenn auf einmal etwas in mir aktiviert und lebendig gemacht worden wäre, mit dem, worum es auch in der Bibel geht. Wie gesagt, ich wurde von niemandem belehrt, ich wurde von niemandem beeinflusst über dieses Gebet hinaus, über diese Erfahrung hinaus und ich bin auch zunächst nirgendwo hingegangen. Ich habe angefangen für mich selber zu beten, für mich selber die Bibel zu lesen und ich habe gemerkt, irgendwas Lebendiges hat angefangen.
Aber im Lauf der Zeit habe ich gemerkt, dass so einiges von dem, was in der Bibel steht, in meinem Leben nicht so ganz funktioniert. Und auch im Leben von anderen Christen nicht so ganz funktioniert. Und ich war je länger, desto mehr frustriert drüber. Ich habe mich gefragt, ob Jesus und Paulus eigentlich gescheitert sind mit ihrer Vision einer erlösten Gemeinschaft von Gläubigen, wie es im Neuen Testament beschrieben wird. War das Ganze vielleicht eine Utopie oder ein Ideal, was nicht zu verwirklichen war? Ein schöner, frommer Traum, aber nicht mehr. Und ich fragte mich, was ist der Grund für diesen Kontrast? Was ist der Grund für den Gegensatz und diese Diskrepanz zwischen Anspruch, wie wir es in der Bibel lesen, und erlebter Wirklichkeit im Alltag? Was ist der Grund für diesen Gegensatz? Ich habe dann evangelische Theologie studiert in Hamburg, Prag und Berlin, sowie Philosophie habe ich studiert an der katholischen Fakultät der Universität Salzburg. Ich habe hunderte von Büchern verschlungen, um dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Ich habe mich gefragt, warum fangen viele Christen gut an, aber warum kamen so viele früher oder später auf ihrem geistlichen Weg, vor allem im Gemeindeleben, ins Schleudern, ins Schlingern? Und so bin ich im Jahr 1999, ist es schon 18 Jahre her, man möchte es kaum glauben, hier nach Salzburg gekommen, und ich habe voller Hoffnung und Idealismus eine christliche Gemeinde gegründet. Und ich habe diese ernüchternde Problematik am eigenen Leib erfahren. Schließlich aber bin ich auf meiner langen Suche nach der Wahrheit der Bibel, nach der Wahrheit von dem, was im Neuen Testament beschrieben steht, vor gut 10 Jahren auf die Schriften von den chinesischen Bibellehrern Watchman Nee und Witness Lee gestoßen und auch auf den von ihnen initiierten Neuansatz im Hinblick auf das wahre, echte Gemeindeleben. Und das bringt uns zu dem Thema, worum ich heute sprechen möchte. Ich möchte mit euch heute etwas über Gottes Masterplan sprechen. Gott hat tatsächlich einen großen Plan. Dieses Leben ist nicht einfach eine Aneinanderreihung von Zufällen, von Glück oder Pech, sondern sowohl der Bibel als auch unserem Leben, unserer Lebensbiografie, liegt ein Plan, eine Flugbahn letztlich zugrunde. Man könnte sagen, ein Skript, ein Drehbuch. Gott hat einen Plan mit uns. Und das Gleiche gilt auch für die Bibel. Die Bibel ist nicht bloß eine Sammlung von Geschichten, nicht bloß eine Sammlung von Weisheitslehren und Erkenntnissen, sondern die Bibel ist ein Zeugnis von einer großen Geschichte, von einer großen Handlung, einem großen Ablauf, einem großen Plan, mit einem roten Faden. Und selbst viele engagierte Gläubige, selbst viele Pfarrer, die mir fragen würden, könnten einem nicht diesen Plan zeigen. Denn es ist so leicht möglich, den Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen. Man kann in der Bibel so vieles sehen, Und viele lesen in der Bibel raus, was sie sich vorher in ihrer eigenen Vorstellung reingelesen haben. Aber es gibt tatsächlich einen roten Faden in der Bibel, der uns das ganze große Bild zeigt. Auf einmal macht alles an, Sinn zu machen. Mein persönliches Leben, mein Schicksal, mein Ergehen. Die Bibel selber fängt auf einmal an, Sinn zu ergeben. Aber die Frage stellt sich, warum wissen so wenig Menschen, so wenig Christen darüber Bescheid? Wie kann es sein, dass man jahrzehntelang gläubig ist, in Gottesdiensten sitzt, in Kirchenbänken sitzt, ohne jemals davon zu erfahren? Warum gibt es heute noch so viele, von denen Jesus sagt, sie sind blinde Blindenführer? Weil das Ganze mit einem Geheimnis zu tun hat. Gott hat diesen großen Plan in einem Geheimnis verborgen. Die Frage ist, warum? Aber wenn wir mal im natürlichen Leben uns das anschauen, alles Kostbare hat Gott versteckt, nicht wahr? Er hat die Elektrizität, hat er versteckt. Die antiken Menschen hätten schon die Elektrizität, sie hätten schon mit elektrischem Licht, das war schon alles vorhanden. Die antiken Menschen vor 1000 von Jahren hätten schon mit Elektrizität Umgang haben können.
aber sie hatten es noch nicht entdeckt. Es war die ganze Zeit da, aber sie haben es nicht entdeckt. Genauso mit Bodenschätzen, es wird immer noch Öl gefunden. Es wird Gold gefunden, es wird Silber gefunden. Es werden Diamanten gefunden in Afrika, die schon seit Jahrtausenden da sind. Aber wenn man sie nicht entdeckt hat, hat man gelebt, wie als ob es nicht da wäre. Die ganze arabische Welt, vor allem Saudi-Arabien und so weiter, oder die Arabischen Emirate, das waren entlegene Wüstengegenden, bis man dort Erdöl gefunden hat und die Leute stinkreich wurden. War das Erdöl schon vorher da? Ja. Aber niemand wusste es. Genauso sind diese Wahrheiten schon immer in der Bibel drin. Aber wenn wir nicht tief genug bohren, entdecken wir sie nicht. Es heißt in Sprüchen der Bibel, es ist Gottes Angelegenheit, eine Sache zu verbergen. Es ist die Aufgabe der Könige, eine Sache zu erforschen. Gott macht das nicht, um uns zu drangsalieren oder uns einen Streich zu spielen, sondern Gott hat die Dinge verborgen, weil er uns die Entdeckerfreude gönnt, die Kostbarkeiten herauszufinden. Viele von euch haben vielleicht Geschwister oder haben es selber genossen, Ostereier suchen. Wenn die Eltern gesagt hätten, wo das Osternest versteckt ist, hätte es nur halb so viel Spaß gemacht, beziehungsweise gar keinen Spaß mehr. Es ist Freude, es steckt in unserem Herzen drin, dass wir gerne Dinge entdecken und herausfinden. Gott weiß das und deswegen gönnt er uns diese Entdeckerfreude, Geheimnisse zu erforschen. Wissenschaftler sind eigentlich Geheimnisentdecker. Nur halt im Zusammenhang der Dinge. Philosophen sind Geheimnisentdecker. Forscher, was fasziniert Menschen, Forscher zu werden? Sie wollen das Leben, die Wirklichkeit ergründen, die immer schon so da ist, aber die wir bisher nicht so wahrgenommen haben. Nun ist Gottes Masterplan nicht nur deshalb ein Geheimnis, weil Gott ihn so lange geheim gehalten und verborgen hat, keinem sagen, sondern weil dieser Masterplan auch in sich selber, selbst wenn man ihn entdeckt, geheimnisvoll zu verstehen ist. Gottes Dreieinigkeit ist geheimnisvoll zu verstehen, weil sie ja logisch nicht auflösbar ist. Oder kann man jemand von euch sagen, wie man das erklären soll, dass Gott einer und gleichzeitig drei ist? Drei und einer und drei, das geht nicht klar auf, das macht mir einen Knoten in mein Hirn und bei dir wahrscheinlich auch. Deshalb müssen wir Gott bitten, dass er uns gnädig ist und ihn bitten, Heiliger Geist, Gott, hilf mir zu verstehen, was heute Abend hier gesagt wird. Wir könnten Worte hören, aber den Wald vor lauter Bäumen verpassen. Wir könnten Worte hören, wir könnten sogar aufpassen, uns konzentrieren und verstehen, was gesagt wird auf der Ebene der Worte. Aber die tiefen Dimensionen könnte an uns vorbeigehen. Irgendwie ist es mit diesem heutigen Thema so ähnlich wie mit den 3D-Bildern. Vor 25 Jahren kamen diese 3D-Bilderbücher auf den Markt. Die Kinder haben es geliebt und die Erwachsenen vielleicht auch. Schau mal einfach mal ran. Da heißt es dann auf jedem dieser Bücher, vor lauter Bäumen den Wald nicht sehen. Und dann ist das so ein argloses, harmloses Waldbild oder Baumbild. Aber das sind Dinge drin in diesem Wald, die sieht man auf den ersten Blick nicht. Man muss hinschauen und hinschauen und hinschauen und hinschauen und hinschauen. Nach einer halben Stunde auf einmal siehst du den Fuchs. Mitten im Bild, vorher hast du nicht gesehen. Ich sage jetzt nicht, dass ein Fuchs drin ist, vielleicht ist auch ein Hase. Ich sage es nicht, aber irgendwas ist da zwischen den Bäumen. Und du musst eine halbe Stunde hinschauen, bis du das Tierchen entdeckst. Und genauso ist es mit dem, weißt du, was es ist? Nein, ich habe nur gerade so gesprochen, wie oft wir die angeschaut haben. Genau, ihr habt die angeschaut und manche von euch haben sich gleich gedacht, ihr habt die Geduld nicht. Manche haben diesen Zauberwürfel gedreht. Wir lieben irgendwie Probleme zu lösen, wir lieben Dinge zu entdecken und zu erforschen. Und genauso ist es hier auch. Warum viele Christen diese Wahrheiten nicht erkennen, ist, weil man lange hinschauen muss. Man wieder und wieder hinschauen und hinhören muss. Und auf einmal schält sich das Geheimnis heraus. Nun ist Gott selbst schon ein Geheimnis, weil er unsichtbar ist. Oder? Ich meine, wenn Gott sichtbar wäre, wäre er nicht so geheimnisvoll. Aber weil er unsichtbar ist, ist er ziemlich ein geheimnisvolles Wesen.
Aber das Neue Testament spricht an einer Stelle im Kolosserbrief 2, Vers 2 auch von dem Geheimnis Gottes. Und es heißt dort wortwörtlich, dieses Geheimnis Gottes ist Christus. Das heißt, Gott, der in sich schon geheimnisvoll und unsichtbar ist, hat noch ein zweites Geheimnis, nämlich das Geheimnis Gottes, und das ist Christus. Also Gott hat ein Geheimnis. Für die Juden hat Gott nicht Christus, hat Gott keinen Sohn. Für die Juden ist Gott einfach nur Gott. Für die Muslime ist Gott einfach auch nur Gott. Aber im Neuen Testament wird Gott beschrieben als er, der ein Geheimnis hat. Und dieses Geheimnis ist Christus. Und ich möchte mit euch jetzt hier ein bisschen was anschauen, was aufzeichnen. Wisst ihr, früher haben die Astronomen angenommen, dass die Planetenumlaufbahn, der Fachbegriff heißt der Orbit, kreisförmig um den Mittelpunkt der Sonne verläuft. Wenn wir also hier die Sonne annehmen, hier ist die Sonne, und die Sonne strahlt, und dann hat man angenommen, dass die Erde, also erst einmal hat man ja früher angenommen, dass es andersrum ist, dass also die Sonne um die Erde, Also, man hat früher gedacht, dass die Erde im Mittelpunkt ist und dass die Sonne drumherum kreist, das ist die Sonne. Aber man hat dann ziemlich, ja, durch Nikolaus Kopernikus vor über 500 Jahren und Galileo Galilei, diese Forscher haben herausgefunden, was heute jedes Kind weiß, dass die Sonne im Mittelpunkt ist und die Erde um die Sonne kreist. Die Frage ist also nur, wie kreist die Erde um die Sonne oder auch andere Planeten? Man könnte jetzt die Umlaufbahn von der Venus nehmen, vom Mars nehmen. Wie kreisen die Planeten um die Sonne? Und man hat früher gedacht, dieser Orbit, diese Kreisumlaufbahn wäre ein Kreis. Also man hat, ich weiß, ist nicht sehr schön gemalt, verzeiht mir, aber man hat tatsächlich gedacht, haben wir es auch schon im Bild drin? Ja, man hat tatsächlich gedacht, das wäre ein Kreis. Warum hat man es angenommen? Nach dem Motto, wenn was drum rumläuft, dann wird es wohl ein Kreis sein, oder? Ich meine, es war einfach nicht vorstellbar, dass es kein Kreis ist. Ein Kreis ist was Ästhetisches, was Schönes, was Erhabenes. Ja, man hat einfach angenommen, dass es ein Kreis ist. Und das Problem dabei war, man hat diese Umlaufbahn ja mit dem Teleskop beobachtet und man hat Gleichungen und Berechnungen angestellt. Man hat also überlegt, wo dies in der kreisförmigen Umlaufbahn, wo der Planet sein müsste, zum Beispiel nächsten Monat, wo der Planet sein müsste, weil er bewegt sich ja in einer gleichmäßigen Geschwindigkeit. Also die Frage war, man hat überlegt, der Planet müsste eigentlich dann nächsten Monat da sein. Und man hat dann da hingeschaut mit dem Teleskop und siehe, der Planet war nicht da. Also irgendwie ist die Annahme, es wäre kreisförmig, nicht aufgegangen mit der Berechnung, mit der mathematischen Berechnung. Also jetzt haben sie überlegt, wie geht es zusammen, und sie haben sich den Kopf zerbrochen, bis ein deutscher Astronom namens Johannes Kepler die völlig neue Idee bekam, eine elliptische Umlaufbahn der Planeten um die Sonne anzunehmen. Und siehe da, auf einmal, wenn sie mit dem Teleskop hingeschaut haben, war der Planet genau da, wo es vorausberechnet war. Das heißt, auf einmal hat ein Querdenker angenommen, wenn das die Sonne ist, wenn das die Sonne ist, dann kreist unsere Erde in einer Eierform um die Sonne und nicht in einer Kreisform. Jetzt wirst du sagen, ja sowas aber auch. Ein Ei, da eiert die Erde um die Sonne. Ich habe gedacht, die kreist um die Sonne.
Nein, aber tatsächlich, das ist absolut wissenschaftlich nachweisbar. Es ist vielleicht kein so flaches Ei, es mag ein bisschen ein gestauchteres Ei sein, aber es ist eine eierförmige Bewegung. Es ist eine Ellipsenbewegung. Die naheliegende Annahme war, das wäre ein Kreis. Okay? Die naheliegende Annahme war, es wäre ein Kreis. Können wir es nochmal auch ein bisschen anschauen? Gut. Die naheliegende Anlage war, es wäre ein Kreis. Aber diese Annahme war nicht zutreffend. Es ist eine Ellipse. Und obwohl das wirkt nicht naheliegend, dass es eine Ellipse ist, dass es eine Eibewegung ist, aber es ist nun mal so, und heute wissen wir es durch Berechnungen, durch alles mögliche, durch Beobachtungen, es ist tatsächlich eine Ellipse. Und ebenso darf ich sagen, dass unser Christenleben nicht aufgeht, wenn wir unser Christenleben als eine Kreisbewegung um einen einzigen Mittelpunkt, nämlich um Christus kreisend, verstehen. Luther hat ja auch gesagt, die Bibel ist das, was Christum treibet. Also die Bibel müssen wir so interpretieren, dass Christus im Zentrum steht der Bibel. Und das macht ja auch Sinn. Christus ist die Sonne der Gerechtigkeit. Jesus Christus muss der Mittelpunkt sein, um den sich unser Leben dreht. Klingt einleuchtend, aber es funktioniert nicht ganz so. Wenn wir es probiert haben, dass wir unser Leben um Christus als Mittelpunkt drehen lassen, dann haben wir gemerkt, dass es nicht aufgeht. Wir haben gemerkt, dass wir in Probleme kommen. Trotz bestem Wissen und Gewissen, trotz eifrigster Glaubensnachfolge, kommen wir nicht auf einen grünen Zweig, wenn wir annehmen, dass wir die Erde, wir als Menschen, um Christus die Sonne drehen. Das heißt, unser Christenleben ist keine Kreisbewegung mit einem einzigen Mittelpunkt Christus, sondern sie ist genauso wie die Erde um die Sonne sich bewegt, eine Ellipsenbewegung mit zwei Brennpunkten. Denn es gibt einen zweiten Brennpunkt, einen zweiten Fokus innerhalb der Ellipse. Es gibt nicht nur diesen Fokus, es gibt auch einen zweiten Fokus. Und das Interessante ist Folgendes, dass auch ganz lange Zeit die Wissenschaftler nicht wussten, was ist dieser geheimnisvolle X-Faktor, was ist dieses geheimnisvolle zweite Etwas, weil jede Ellipse braucht zwei Foki, zwei Brennpunkte und der eine Brennpunkt ist die Sonne, aber was ist dieses geheimnisvolle unsichtbare Etwas, dieser Faktor X, dieses große Fragezeichen, dieses große Rätsel, um das auch noch die Erde und die Planeten kreisen. Mit anderen Worten, wenn Christus, die Sonne, der eine Fokus ist, der eine Brennpunkt ist, um den unser Christenleben kreist, was um alles in der Welt ist der zweite Brennpunkt? Was um alles in der Welt ist der zweite Brennpunkt, der X-Faktor, die große unbekannte Konstante, um die unser Christenleben kreisen muss, damit es Sinn ergibt, damit das Neue Testament aufgeht und umgesetzt werden kann. Und ich sage, man könnte mit Christen diese Frage diskutieren und sie werden über alles Mögliche würden sie spekulieren, aber ich weiß nicht, ob viele Christen auf die Antwort kommen würden. Der zweite Fokus, der zweite Brennpunkt, um den unser Christenleben kreist, ist die Gemeinde. Es ist Christus und die Gemeinde. Es ist Bräutigam und Braut. Und das ist wirklich ein Phänomen. Das ist ein Phänomen, weil wir müssen diese Sprengkraft und diese Revolution dieser Erkenntnis mal uns wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Die Reihe von Geheimnissen im Neuen Testament endet nicht bei Christus als dem Geheimnis Gottes in Kolosserbrief 2,2.
Nein, im Epheserbrief Kapitel 3 entfaltet der Apostel Paulus das Geheimnis Christi. Es gibt also nicht nur das Geheimnis Gottes, was Christus ist, es gibt auch das Geheimnis Christi, und dieses Geheimnis wird im Epheserbrief Kapitel 3 als die Gemeinde enthüllt. Und im Kapitel 5, Vers 32 vom Epheserbrief sagt er, dieses Geheimnis, was jahrtausende lang verborgen war, was immer schon da war, aber keiner wusste, keiner kannte, ist die Gemeinde. Aber es gibt noch ein größeres Geheimnis. Und das ist das Geheimnis aller Geheimnisse. Ich denke mir so, ich weiß nicht, wer von euch diese russischen Matrioschka-Puppen kennt. Es sind diese Holzpuppen, die man in Russland oder der Ukraine kaufen kann, als Tourist natürlich mitbringt. Die Terroristen oder die in Agentenfilmen ist eine Wanze drin verpackt oder sonst was. Aber Spaß beiseite, vielleicht kennt ihr diese Holz. Wir liebten als Kinder diese Holzpuppen. Du hast eine Puppe, die bemalt ist. Und du schraubst diese Puppe auf, diese Holzpuppe auf. Und siehe, in der Puppe steckt eine andere Puppe. Und diese Puppe kann man wieder aufschrauben. Und in der Puppe steckt eine andere Puppe. Und die Puppe kann man wieder aufschrauben. Wer von euch weiß, von was ich rede? Ja? Kennt ihr diese Puppen? Und ich sage euch, mit dem Geheimnis aller Geheimnisse ist es genauso. Gott ist ein Geheimnis, große Puppe. Aber in Gott steckt aufschrauben eine kleinere Puppe, Christus. Also verzeiht mir die Analogie Puppe. Aber man kann Christus aufschrauben und in Christus steckt die Gemeinde drin. Und man kann die Gemeinde aufschrauben und jetzt kommt das allergrößte Geheimnis. Und das sagt Paulus in Epheser 5, 32. Das Geheimnis ist groß. Aufpassen, Ohrenspitzen, jetzt kommt das größte Geheimnis. Das Geheimnis ist groß. Sag mal groß. Groß. Es ist riesengroß. Ich spreche aber von Christus und der Gemeinde. Es ist nicht bloß Christus, das wäre schon wunderbar. Es ist nicht bloß die Gemeinde, wäre schon wunderbar. Es ist die Permutation, es ist die Kombi, es ist die Kombination zwischen Christus und der Gemeinde in einer geheimnisvollen Zuordnung, in einem geheimnisvollen Wechselspiel einander bedingend, einander enthüllend, einander erläuternd. Das ist das große Geheimnis, was Paulus anvertraut worden ist. Und erst wenn man diese beiden Brennpunkte in den richtigen Zusammenhang bringt, erschließt sich einem dieses große Geheimnis. Und beide Brennpunkte, beide Aspekte, sowohl Christus als auch die Gemeinde, werfen Licht aufeinander und erklären sich gegenseitig. Ich will das an einem Beispiel veranschaulichen. Wenn jemand etwas über Autoreparatur lernen will, so als Autodidakter, man kann natürlich zu jemand hingehen, der es kennt, der es weiß, aber man kann sich auch ein Buch kaufen über Kfz-Reparatur. Oder es gibt da Literatur dazu, mit Fotos, mit Anleitungen über Motoren und sonst was, wie man was einbaut, wie man was verkabelt und so weiter. Du kaufst dir also, ich glaube, da sind wir uns alle einig, wenn du etwas über Kfz-Reparatur lernen willst, ein Buch über Kfz-Reparatur und nicht ein Buch über Stricken, oder? Sind wir uns einig, oder? So macht man das. Und umgekehrt, wenn du was über Stricken lernen willst, kaufst du ein Buch über Stricken und nicht über Skifahren, ja, oder? Das versteht sich eigentlich von selber. Das versteht jeder. Wir kaufen uns ein Buch über das Thema, was uns interessiert und was wir verstehen wollen. Und jetzt kommt's. So funktioniert das nicht bei dem Thema Christus und der Gemeinde. So funktioniert es nicht. Und deshalb landen viele auf dem Glatteis. Deshalb landen viele nicht am Ziel. Sondern es ist tatsächlich anders. Also nochmal, wie funktioniert es nicht? Wenn du ein Buch über die Gemeinde, also wenn du etwas über die Gemeinde von Jesus Christus lernen willst, genügt es in der Regel nicht, dir ein theologisches Buch über die Gemeinde oder die Kirche zu kaufen. Du wirst irgendwas davon lernen, aber nicht wirklich, was die Gemeinde ist. Und genauso mit Christus. Wenn du dir ein Buch nur über Christus besorgst, ein Buch, was direkt sich mit Christus beschäftigt, wirst du nichts von Christus im Letzten lernen können. Weil es eben mit Christus und der Gemeinde geheimnisvoll ist.
Du wirst sagen, Michael, jetzt verblüffst du mich. Wenn das so nicht geht, wie lerne ich dann was über Christus? Und wie lerne ich dann wirklich was über die Gemeinde, wenn ich diese Aspekte, diese Themen nicht direkt angehen kann, nicht direkt lernen kann, nicht direkt studieren kann? Wie funktioniert es denn dann? Gut, dass du fragst. Es funktioniert deswegen anders, weil beide Aspekte, Christus und die Gemeinde, wie ein Code sind, der sich nur gemeinsam in der rechten Zuordnung aufeinander erschließt. Es gibt dir den Zugang zu Sicherheitstrakten, zu Hochsicherheitsdingen in der Forschung, wo du praktisch, wo die Iris von dem einen Mitarbeiter und die Iris von dem anderen Mitarbeiter abgescannt wird, denn da können die nur gemeinsam in diesen Raum rein. Die können nur gemeinsam diesen Raum betreten. Einer allein kommt da nicht rein. Und es braucht beide Fingerabdrücke, damit der Schlüssel, der Code funktioniert und die Tür aufgeht. Und genauso ist es hier. Wir brauchen eine Offenbarung von Christus. Wir brauchen gleichzeitig eine Offenbarung von der Gemeinde. Es ist ein doppeltgestaltiger Schlüssel. Es ist ein doppeltgestaltiger Code, der uns die Bibel aufschließt, der uns das ganze Christenleben aufschließt. Und deshalb kannst du 20 Jahre Theologe sein, Philosoph sein, die Bibel in- und auswendig kennen und trotzdem den Wald vor lauter Bäumen verpassen. Verstehst du jetzt, von was ich rede? Es geht nur gemeinsam. Es geht nur in dieser gegenseitigen klaren Zugang. Man braucht wirklich einen Schlüssel. Es ist so ein immenses Geheimnis. Mit anderen Worten. Du verstehst Christus nur, wenn du ihn nicht direkt studierst, sondern wenn du mehr Offenbarung über seine Gemeinde bekommst. Wenn du dich mehr in seine Gemeinde hineinbegibst, in die Gemeinschaft von Menschen, in denen Christus lebt, wenn du mehr dich in der Gemeinde bewegst, siehe da, lernst du nicht so viel von der Gemeinde, sondern du lernst, wenn du ein offenes Herz hast, mehr über Christus. Und wenn du dann dich mehr mit Christus beschäftigst, verstehst du auf einmal nicht mehr von Christus, sondern verstehst auf einmal, was die Gemeinde ist. Das heißt, es ist verschränkt. Du beschäftigst dich mit Christus, du lernst was über die Gemeinde. Du beschäftigst dich mit der Gemeinde, du lernst was von Christus. Beide Faktoren werfen wechselseitig Licht aufeinander, beleuchten und erhellen und erklären einander. Kevin, hat es dir vorher schon mal jemand so gesagt? Hast du das vor dir so vorstellen können? Aber jetzt, wo du es hörst, ich sage auch unseren Gästen, hört nicht nur mit dem Verstand zu, hört mit einem empfänglichen Herzen zu, weil die Wahrheit klickt ganz tief da drin ein. Jesus hat gesagt, wer aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Und einmal sagt er den Leuten, die ihm zuhören, warum könnt ihr mich nicht hören? Weil ihr nicht aus der Wahrheit auserwählt seid dafür, weil ihr nicht vorbereitet sind. Deshalb sind das für euch Worte. Schaut, Jalal sitzt hier da, er kommt aus Persien, er kommt aus dem Iran und er versteht fast nichts in Deutsch hier. Aber Jalal empfängt, ich merke das die ganze Zeit, in seinem Herzen. Er hört nicht hier mit Deutsch zu, oder er hört mit seinem Herzen zu. Und es kann sein, dass Jalal hier sitzt und er versteht die Worte nicht, aber er versteht in seinem Geist etwas, was er gar nicht erklären kann. Er geht heute nach Hause und etwas ist gekommen in sein Innerstes. Versteht ihr, was ich meine? Und wir können jedes Wort auf Deutsch uns anhören. Wir können uns die Aufzeichnung anschauen. Wir können diesen Vortrag 10-mal uns anhören und Bahnhof verstehen. Weil es sind nicht Worte, es sind nicht Gedanken. Es ist in der Tiefe eine Sache des Herzens und des Geistes. Und genau das ist diese Aufwärtsspirale. Du begibst dich in eine neutestamentliche Gemeinde von Christen, die wirklich Jesus im Herzen haben, im Zentrum haben. Und du verstehst mehr von Christus. Und Christus wird dir lieber und kostbarer. Du fängst an, zu Christus zu beten. Du fängst an, Erfahrungen zu machen in deinem Alltag draußen, während der Woche mit Christus. Und während du diese Erfahrungen machst, verstehst du auf einmal, was
was in der Gemeinde abgeht. Und wenn du in der Gemeinde bist, verstehst du und lernst wieder mehr von Christus und mit Christus verstehst du wieder mehr von der Gemeinde. Und so schraubt sich die Aufwärtsspirale unentwegt höher und höher und höher und höher. Merkt, es ist dieser doppelte Schlüssel. Es ist dieses Zusammenwirken und Zusammenfließen von diesen beiden Faktoren in der rechten Zuordnung. Es ist diese verschränkende Wechselwirkung von mehr Licht, von innerer Ergriffenheit, von positiver Veränderung und Umwandlung. Wir haben vor 2 Monaten, habe ich eine Botschaft gehalten über Gottes Liebesgeschichte, Gottes Love Story. Und da sehen wir, dass die ganze Bibel eine Liebesgeschichte ist. Dass Christus der Bräutigam ist und seine Gemeinde ist die Braut. Und die ganze Bibel dürfen wir verstehen als eine wunderbare Liebesgeschichte. Und ich möchte euch empfehlen, wenn du dieses Video anschaust und dann geh auf in meinem Kanal auf Gottes Love Story. Gib es ein mit Bindestrich, Gottes Love Story. Gib es ein und hör dir diese Botschaft an. Ich kann sie hier nicht wiederholen, es würde zu lange dauern. Aber diese Botschaft vor 2 Monaten ist dieses wunderbare Thema von Christus und der Gemeinde. Auf eine andere Art und Weise hat sich dem genähert, im Sinne von Gottes Liebesgeschichte. Das mache ich heute Abend nicht. Ich komme sogar schon zum Ende. Denn man muss manchmal aufhören, wenn es am schönsten ist. Ich möchte euch einladen, kommt wieder in 4 Wochen, dann rede ich weiter über diese Dinge. Ich rede weiter, weil wir müssen sie auch verdauen. Und 4 Wochen, glaube ich, schaffen wir es, dass wir es uns verdauen, dass wir vielleicht das Video uns nochmal anschauen. Aber bevor ich euch verlasse, bevor ich euch zurücklasse mit dieser wichtigen Wahrheit, die ich euch schon mitgegeben habe auf den Weg, möchte ich euch sagen, dass die ganze Bibel ein Buch ist, über Leben und Aufbau. Das klingt abstrakt. Leben, ja, es geht um das Leben, Gott ist ein Gott des Lebens. Vom ersten Buch Mose, vom ersten Buch der Bibel an, in den ersten Kapiteln sehen wir Gottes Leben und wir sehen den Aufbau. Gott baut was. Gott ist tatsächlich ein Baumeister. Es ist nicht, haben wir es drin, ja? Es ist nicht Bob, der Baumeister, es ist Gott, der Baumeister. Sag mit mir, nicht Bob, der Baumeister, sondern Gott, der Baumeister. Gott, the Builder. Ja, Amen. Gott ist der Baumeister. Und warum spielen die Kinder, warum bauen wir alle so gern was? Warum bauen wir Häuser? Ich sage euch, es ist ein Echo von etwas, was wir als Ebenbild Gottes aus Gottes eigenem Herzen verspüren. Gott ist ein Baumeister. Und wir sehen, dass Gottes Leben die ganze Bibel durchläuft und durchzieht. Vom ersten Buch der Bibel, 1. Mose, Genesis, bis zum letzten Buch der Bibel, der Offenbarung. Aber wir haben auch in der Mitte der Bibel ein wunderbares Buch. Und dieses Buch ist das Johannesevangelium. Und das Johannesevangelium, warum studieren wir ausgerechnet das Johannesevangelium so gründlich? Weil das Johannesevangelium ein Mikrokosmos, ein Extrakt, eine verdichtete Kurzfassung der ganzen Bibel ist. Du willst die ganze Bibel in einem einzigen Buch von 21 Kapiteln lesen, dann lies das Johannesevangelium. Vielleicht sagst du, ja, das habe ich schon oft gelesen, das kann man auch am Nachmittag durchlesen. Ich habe wenig bis nichts verstanden. Ja, das gab es schon mal, denn der Philippus fragt dir einen, der die Bibel liest, verstehst du auch, was du da liest? Und dann sagst du vielleicht, wenn du ehrlich bist, nein, ich verstehe nichts. Wir brauchen tatsächlich einen Zugang. Ich weiß noch, ich selber habe sehr viel klassische Musik gemacht und musiziert und wir hatten mal Freunde aus Amerika, und wirklich, die kannten vielleicht Country Music, die kannten vielleicht Hip-Hop und Pop und sonst was, aber die kannten tatsächlich keine klassische Musik. Die wussten nichts, was sie mit Mozart, also wenn sie das hören, anfangen sollen. Die wissen nichts, was sie mit Haydn oder Bach oder Beethoven oder irgendwas, Händel, irgendwas anfangen sollen. Für die klingt das so schräg, so fremd. Sie haben keinen Zugang.
Ich muss sagen, mein Vater hat auch die Blasmusik vorgezogen im Bierzelt, der klassischen Musik. Er hat auch gesagt, für das andere hat er kein so großes musikalisches Ohrwaschel. Also er liebt die Volksmusik, er liebt die Blasmusik. Aber durch einen Freund, wie ich 6, 7 Jahre alt war, der hat immer die klassischen Trompetenkonzerte und barocken Trompetenkonzerte sich angehört. Und die habe ich mir Tag und Nacht angehört auf meinem Kassettenrekorder, bis die Kassette schon ganz durchgenudelt war. Und ich kannte vorher auch nur Volksmusik und Hitparade und Schlager und solche Sachen. Vater Abraham und die Schlümpfe 1978, verstehst du? La 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 la. Das war 78, das war Schlagerstil, den wir Kinder mochten. Manche von euch werden sagen, das ist vorsintflutlich, ja. Es ist lange bevor manche von euch auf der Welt waren. Aber das kannte ich als Kind. Und auf einmal eröffnet einer mir Trompetenkonzerte von Vivaldi, verstehst du, und von Torelli und von Joseph Haydn und so weiter. Und ich höre mir das an und ich übe das und ich habe es später sogar selber aufgeführt. Ich habe einen Zugang gebraucht zu dieser Art von Musik. Wir brauchen einen Zugang zu der Bibel. Wir brauchen einen Zugang dem Johannesevangelium. Und dann fällt es uns wie Schuppen von den Augen. Dann staunen wir Bauklötze. Dann gehen uns Kronleuchter auf. Dann plötzlich merken wir, wie alles zusammenhängt. Und ich sage es euch nur, manche von euch, auch Timotheus, was er vorher auch sagte, der hat die Bibel auch schon vorher gelesen. Aber auf einmal denkst du, mein Gott, wo war ich die letzten 20 Jahre meines Christseins? Was für eine Bibel habe ich gelesen? Ich bekomme eine neue Bibel. Ich bekomme ein neues Verständnis von Gott. Ich sage dir, Kevin, was du hier hören wirst, das hast du noch nie gehört, aber das wird auf einmal so einfach werden. Und natürlich am Anfang ist es fremd. Du, wenn ich in eine Uni-Vorlesung zum ersten Mal reinkomme, ist es fremd, das ist völlig normal. Aber beim zweiten Mal ist es schon nicht mehr so fremd, darum kommt wieder in 4 Wochen. Beim dritten Mal ist es noch weniger fremd. Und wenn ihr 3, 4 Mal einfach nur Freitagabend reinschneit oder diese Videos anschaut, auf einmal fügt sich zusammen, was zusammengehört. Nicht, Anita? Für dich waren das böhmische Dörfer. Das kam dir mehr als Spanisch vor. Und auf einmal sieht man schon ein bisschen mehr. Vielleicht diffus noch verschwommen, aber man sieht mehr. Es ist wie wenn man das Fernrohr schärfer stellt. Man sieht mehr, man sieht weiter, man sieht klarer. Und auf einmal begreifst du, was die Gemeinde ist. Dass die Gemeinde die Vergrößerung von Christus ist. Naja, klar, die Braut wird öfter dargestellt oder die Frau wird öfter dargestellt als die bessere Hälfte. Jetzt frage ich mich gerade, wo meine Frau gerade ist. Vielleicht ist sie draußen. Genau, sie liest den Kindern eine Geschichte vor. Aber als ich vor ein paar Jahren meine Frau geheiratet habe, wurde ich auch größer. Und mit größer meine ich jetzt nicht unbedingt nur meine Körperfülle, weil sie so gut kocht. Aber ich wurde größer, mein Einflussbereich wurde größer, meine Wirkung wurde größer, meine Ehre hat sich vergrößert, weil ich eine ehrbare Frau geheiratet habe, die mir keine Schande bereitet, sondern die mir, wie soll ich sagen, meinen Ruf nicht schmälert, sondern meinen Ruf vermehrt. Und es ist ein Segen, wenn die Frau es macht, es ist ein Segen, wenn ein Mann sowas macht. Merkt ihr, und Christus will durch seine Gemeinde größer werden. Er will sich vergrößern. Er will sich expandieren. Er will sich vergrößern. Und du wirst dir denken, ja, ein allmächtiger, großer Gott, der ist doch schon groß genug. Der ist doch schon ein ausgewachsener Kerle. Was will denn ein Gott, der sein Geld wert ist, sich noch vergrößern? Gut, dass du fragst. Der Punkt ist, Gott ist in sich selbst natürlich maximal groß. Was ihn selbst anlangt, dieser Ausgewachsene, braucht er nicht größer werden. Aber er will in seinen Geschöpfen größer werden. Er will in deinem Herzen wachsen. Er will in unser aller Herzen zunehmen, wachsen, größer, gewichtiger, strahlender, schöner, kraftvoller werden. Das ist Teil seines Masterplans. Darum will er in unser Herz einziehen, um sich in uns zu vergrößern.
Was für ein wunderbarer Gedanke. Wir haben immer nur gedacht, Christus starb am Kreuz, weil wir halt Scheiß gebaut haben, weil wir es verbockt haben, weil wir gesündigt haben. Wir haben oft nur gedacht, die ganze Bibel dreht sich um Fehler und Verzeihen. Um einen bösen, strengen Gott, pass auf, kleines Auge, was du siehst. Und dass wir schön brav sind und untertänig mit Gott unterwegs sind. Wir haben die ganze Bibel in dem Raster gelesen von Sünde und Verfehlung und Begnadigung. Das war es. Wenn du Christen fragst, worum geht es in der Bibel? Gott hat uns erschaffen, aber wir haben uns von Gott entfernt und Gott erlöst uns am Kreuz durch Jesus und jetzt können wir mit Gott leben. Das ist die Kurzform des Inhalts der ganzen Bibel und deshalb kommen wir in den Himmel. Aber das berührt noch nicht mal Gottes Herzensverlangen und Gottes Masterplan. Gottes Verlangen ist, größer zu werden in seinem Volk. Er will sich erweitern, er will sich vergrößern in seiner Braut. Das hat mit Sünde nichts zu tun, hat mit Vergebung erstmal nichts zu tun. Wir müssen eine andere Brille aufsetzen. Hat jemand eine Sonnenbrille da? Ja, aber Valerie, gib mir mal deine Brille. Danke. Okay. Genau, also das ist eine Brille, die passt mir nicht, aber ich könnte sie ja mal aufsetzen. Und das sehe ich nur verschwommen. Und ich sage dir, so viele Christen haben so eine verschwommene, also ich sehe wirklich verschwommen aus. So viele Christen, damit man gar nicht schwindelig. So viele Christen haben die Sünde, Sündenvergebungserlösungsbrille auf von früh bis spät und sehen alles irgendwo verschwommen in der Bibel. Aber der Herr sagt uns, ich habe eine andere Brille für dich. Und wenn ich dir die andere Brille aufsetze, siehst du nicht mehr verschwommen, siehst du auf einmal klar. Bitte gib es Valerie doch zurück. Dankeschön. Danke, Valerie. Ja, für die Valerie passt die Brille, aber für mich passt sie nicht. Und das sehen wir, auf die richtige Brille kommt es an. Auf die richtige Deutungslinse kommt es an. Ich meine nichts zum Essen, ich meine die Linse, durch die wir durchschauen. Und wir sehen im 1. Mose Kapitel 1 und Kapitel 2, wir sehen den Baum des Lebens und wir sehen den Strom des Lebens. Wir sehen es am Anfang der Bibel. Wir sehen es am Ende der Bibel, den Baum des Lebens, den Strom des Lebens. Es geht also um Leben und Gott will aufbauen. Du wirst sagen, was hat eine Frau mit Aufbau zu tun? Ja, eine Menge. Nicht umsonst sagen Männer, wenn sie eine Frau sehen, die ihnen gefällt, die ist aber ganz schön gut gebaut. Denn der Punkt ist folgender, ihr Lieben. Adam wurde von Gott geschaffen. Die Frau Eva wurde aber nicht von Gott erschaffen, sondern sie wurde von Gott aus der Rippe Adams gebaut. Das müssen wir merken. Adam, ein Sinnbild für Christus, wurde nicht gebaut, aber Eva wurde gebaut. Sie wurde gebaut aus der Rippe von Adam. Und so werden wir quasi aus der Rippe von Christus werden wir gebaut und modelliert. Das heißt, die Frau hat mit Aufbau zu tun. Du wirst sagen, bei einer Frau denke ich nicht an Bauarbeiterhelm. Mag schon sein, aber die Frau wird gebaut. Amen. Gott baut die Frau. Amen. Gott hat Paulus als einen weisen Baumeister berufen. Paulus stellt sich in 2. Korinther 3 vor als ein weiser Baumeister. Diese komische Beschreibung, okay, er ist ein Prediger, der Paulus, er ist ein Bibellehrer, aber Baumeister, sag mal, Paulus, was baust du denn? Er baut die Gemeinde, er baut die Braut von Christus. Und noch was sagte Paulus von sich in 2. Korinther 11, Vers 2. Ich bin ein Brautführer. Paulus sagte, ich bin Baumeister und ich bin ein Brautführer. Ich leiste euch einen Verlobungsdienst. Einen Liebeswerbedienst. Ich verlobe euch einen Mann, nämlich Christus. Ihr seid die, zusammengenommen seid ihr diese Jungfrau, die ich einem wunderbaren reinen Bräutigam, nämlich Christus, verlobt habe. Ihr Lieben, heute Abend lernen wir was von Gottes Verlobungswirken, Gottes Brautwerben. Darum geht's in der Bibel. Darum geht's im Neuen Testament. Mit seinem Leben möchte er uns durchdringen und möchte er uns aufbauen, dass wir seine Vergrößerung werden, sein
Bauwerk. Aber er lebt nicht in einem Haus oder einem Tempel mit Händen gemacht, sondern er lebt in einem Körper. Und darum sagte Jesus, als er vor dem Tempel stand, er sagte, reiß diesen Tempel nieder und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Und sie sagten, in 46 Jahren wurde dieser Tempel gebaut und du, Klugscheißer, sagten sie wahrscheinlich, dachten sie sich, willst ihn in 3 Tagen aufbauen? Dann heißt es aber, Jesus sprach von dem Tempel seines Leibes, seines Körpers. Die Gemeinde ist der wahre Tempel, der Körper von Jesus Christus. Und er ist nicht mit Händen gebaut. Er ist von Gott modelliert, von Gott gebaut. Und darum sagte Jesus Christus in Matthäus 16, Vers 18. Es ist so eine interessante Begegnung. Es ist auf dem Berg. Es ist auf dem Berg der Verklärung. Und da ist Jesus mit seinen kostbarsten Nachfolgern, mit Petrus und mit Johannes und mit Jakobus. Und da sagt Jesus, die Wolke kommt und der Vater sagt, dieser ist mein geliebter Sohn, auf ihn hört. Und in dieser Begegnung auf diesem Berg, da fragt Jesus, wer sagen die Menschen, dass ich bin? Und Petrus sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus lobt ihn und sagt, du hast dieses erste Geheimnis gut geschnallt und gut gecheckt, Petrus. Nicht Fleisch und Blut haben mir das gezeigt, sondern mein Vater im Himmel. Ich sage dir aber, und jetzt im gleichen Atemzug nennt ihr den zweiten X-Faktor, es geht nicht nur um Christus, du bist Christus. Das bekam Petrus schon auf die Reihe und das war erstaunlich. Aber damit hört es nicht auf. Du bist Christus, das ist gut, hat dir der Vater im Himmel offenbart. Aber ich sage dir, ich werde meine Gemeinde bauen. Ich werde meine Frau bauen. Und die Pforten des Totenreichs werden sie nicht überwältigen. Und dann merken wir, es ist, wer A sagt, muss B sagen. Wer Christus sagt, muss Gemeinde sagen. Darum geht es. Sie sind unzertrennlich. Es sind 2 Komponentenkleber. Die Wirkung, du musst 2 Komponenten zusammentun, sonst erzielst du keine Wirkung. Und viele haben sich mit der Gemeinde beschäftigt. Viele haben sich in Kirchen beschäftigt. Aber sie haben nicht die rechte Zuordnung erlangt. Sie haben in der Kirche und der Gemeinde, obwohl sie brave Christen waren, den Wald vor lauter Bäumen verpasst. Und viele haben sich mit Christus beschäftigt, aber haben die Gemeinde dabei nicht verstanden. Aber es ist beides. Es ist Asterix und Obelix. Es ist Pat und Patachon. Es ist Christus und die Gemeinde, wenn ihr mal versteht. Dinge gehören zusammen im Leben. Dinge gibt es nur unzertrennlich. Dinge gibt es nur zusammen oder gar nicht. Und im Neuen Testament müssen wir verstehen, es geht um seine Gemeinde. Und es geht um Christus. Das ist das große Geheimnis. Und darüber sind wir mögen hier eine kleine, unscheinbare Gemeinde sein, eine kleine, unscheinbare Gruppe von Menschen sein. Aber Jesus sagt zu Menschen wie uns, fürchtet euch nicht, kleine Herde, denn dem Vater hat es gefallen, euch seine Königsherrschaft anzuvertrauen. Zeichen und Wunder, Kraftwirkungen wie in der Bibel. Ihr mögt klein sein und die großen Kirchen mögen über euch lachen, mögen euch ignorieren, mögen euch totschweigen, so tun, als ob es euch gar nicht gäbe. Aber der Vater im Himmel sagt, hier in dieser kleinen Gruppe habe ich Menschen gefunden, habe ich Menschen handverlesen ausgesucht durch Irrungen und Wirrungen des Lebens. Menschen, die nichts gemeinsam hätten, die so unterschiedlich sind wie nur was. Aber sie verbindet die Liebe und Leidenschaft zu Christus und die Wertschätzung seinem ewigen Plan der Gemeinde. Und mit diesen Menschen kann Christus umsetzen, worauf er 2000 Jahre wartete, seit der Zeit des Neuen Testaments, seit der Zeit des Apostels Paulus. Und Christus will wiederkommen. Er will seine Braut heiraten. Er will seine Gemeinde zu sich nehmen. Er will dieses Zeitalter beenden. Und wir spüren, dass diese Gesellschaft letztlich auch irgendwo den Bach runtergeht, dass wir allein von der Überbevölkerung, von verschiedenen anderen Themen, nicht mehr Jahrhunderte vor uns haben. Das spüren wir.
Aber das ist kein Beinbruch. Denn er sagt, ich brauche keine Jahrhunderte mehr. Ich brauche nur noch ein paar Jahre und ein paar Jahrzehnte. Dann wird Jesus wiederkommen. Er kam vor 2000 Jahren und er wird wiederkommen. Und er wird kommen, um seine Braut zu heiraten, seine wahre Gemeinde zu heiraten. Und deshalb möchte ich euch wirklich werbend einladen. Ich hoffe, heute Abend ist es mir gelungen, in aller, wie soll ich sagen, Schwachheit, in allem Stammeln über diese großen Geheimnisse. Ich hoffe, ich konnte etwas, den Vorhang, den Schleier, euch ein bisschen zur Seite ziehen, damit ihr seht, worum es geht. In der Bibel, im Neuen Testament, im großen Lebensplan. Es gäbe so unendlich viel mehr zu sagen, aber dazu müsst ihr wiederkommen. Wiederkommen, ein Stück mehr sehen von diesem Kristall, ein Stück mehr sehen von dieser Perle, von diesem Schatz im Acker. Und dann auf einmal merkt ihr, ja, auf den zweiten Blick haben diese Menschen hier wirklich was Kostbares im Herzen. Sie haben sich auf was eingelassen, sie haben sich auf den Weg gemacht. Vielleicht doch mehr Glück als Verstand. Ich will nicht sagen, dass ich der Schlauste war und ihr auch, dass wir aus Schlauheit dazu gekommen sind. Es ist Gnade Gottes. Es ist Gnade Gottes, dass wir uns gefunden haben. Es ist Gnade Gottes, dass es so eine Gruppe von Menschen in Salzburg geben darf. Es ist eine Gnade Gottes, dass er uns, die wir nicht würdig waren, würdig gemacht hat. Wir sind nicht vollkommene Menschen. Aber er hat uns ein Feuer im Herzen angezündet. Er hat uns eine Leidenschaft ins Herz gepflanzt. Und er sagt, diese Menschen wollen mit mir auf den Gipfel gehen. Und das ist, darum geht's. Und das ist eigentlich das, warum wir hier einladen zu diesen Abenden. Wir möchten sagen, lass es in aller Ruhe nochmal auf der Zunge zergehen, durch den Kopf gehen, schlaf mal drüber. Aber wenn du spürst, und frag bitte Gott, hör nicht auf das nur, weil ich Worte mache. Wenn du spürst, da ist was dran. Ich war selten an so einem Abend wie diesem, aber irgendwas Echtes, was Wahrhaftiges, was nicht einfach nur angelernt und rhetorisch war, sondern etwas habe ich in den Augen gesehen, etwas habe ich in meinem Herzen gespürt. Da ist etwas, wo ich den Finger nicht drauf legen kann, aber es ist etwas zwischen Himmel und Erde, was mich berührt hat, was eine Seite mir zum Klingen und Schwingen bringt. Ich kann es nicht erklären, aber ich möchte wiederkommen. Und ich möchte dich einladen, komm wieder. Triff keine Bauchentscheidung, mach keinen Schnellschuss, lad dich mal bei einem Matthias oder wo auch immer zum Kaffee trinken ein und frag ihn Löcher in den Bauch, lad dich mal ein zu einer Kleingruppenabend, sag aber gescheite Brotzeit musst du schon bereitstellen, weil hungrig will ich nicht von dir weggehen. Ja, aber die Elli kann das eh. Ist ganz egal, aber versteht ihr ein bisschen, was ich meine? Es wäre schade, wenn so eine seltene Möglichkeit, dass so etwas Kostbares uns kredenzt und dargereicht wird, kommt und wir von den Alltagssorgen und Ablenkungen so schnell wieder abgelenkt sind, dass wir diese Gelegenheit nicht nutzen. Unser ganzes Leben könnte wunderbar und anders verlaufen, von Bösem und Schlechtem bewahrt werden und eine Erfüllung finden, die diese Welt nicht zu bieten hat, die wir mit Geld niemals kaufen könnten. Ich danke euch, dass ihr mir zugehört habt und dass ich ein bisschen mein Herz mit euch teilen konnte. Jetzt hören wir noch ein Lied von Christine. Danke euch. Musik.